the one who is waiting for you. Herzlich willkommen zurück zu Fallout 1 mit unserem ausgefuchsten Jason X, dem Retter der Welt hier bei der postnuklearen Welt von Fallout. Und zwar haben wir in der letzten Folge die Red Scorpions fertig gemacht, die hier die Brahmin, diese zweiköpfigen Kühe der Shady Sands Leute, fertig gemacht haben. Wir alle hier danken dir, dass du die Red Scorpions vernichtet hast. Tausend Dank. Ja, wo ist mein Geld? Alter. Ich glaube, es sagt, okay, dann gehen wir mal zu Raslow. Dem können wir nämlich die, nicht die Schwänze, die Stacheln, meine ich, die Stacheln von den Red Scorpions geben. Und daraus kann er was Hübsches kochen. Red Scorpion Schwanzsuppe. Nein, was anderes? Ich habe etwas Red Scorpion Gift hier. Kannst du damit etwas anfangen? Zeig mir mal den Sack. Ja, damit kann ich was anfangen. Hier, das schenke ich dir. Es wirkt ausgezeichnet gegen das gegen den Stachel eines Red Scorpions. Darüber hinaus kann man es auch, aber auch sehr gut als allgemeines Gegengift und zur Vergiftungsbehandlung verwenden. Geil! Du hast 250 Erfahrungspunkte für die Hilfe bei der Herstellung des Gegenmittels erhalten. So, was haben wir bekommen? Ein Gegenmittel, und zwar sieht aus wie eine Schnapsflasche. Vielleicht ist es Schnaps, man weiß es nicht. Flasche mit einem selbstgebrauten Mittel gegen Gift, ja. Ich würde sagen, wir geben ihm die restlichen Sachen. Jawohl. Der kann nämlich jetzt aus allen Teilen hier was machen. Oh, es wird auch Nacht jetzt mittlerweile. Bist du verletzt? Ja. Großer Barmen, warum hast du nicht gleich gesagt? Das habe ich. Du bist nur leicht verwundert, du Jammerlappen. Komm morgen Vormittag wieder. Ach so, jetzt check ich das. Der arbeitet nun tagsüber, so eine Homo. Dann werden wir wohl ein bisschen warten müssen jetzt hier. Bis zum Morgen 6 Uhr. Und wieder ist ein Tag verstrichen. Nur noch 143 Tage. Wir haben ja immer noch hier den Zettel auf unserem Pip-Boy. So. Hallo nochmal. Will nur mal reinschauen. War schön, dich wiederzusehen. Einen schönen Tag noch. Was? Ich will dir mehr... Ach so, nein. Ich habe anscheinend keine Stacheln mehr. Dann muss ich mir die restlichen von Ian zurückholen. Ich habe ihm ja diese 6 Stück hier abgezogen. Abgezogen. So. Super. Klasse. Und mit diesem Red Scorpion Gift sind wir auch gut gefeit, denn auf dem Weg zum Vault 15 würden wir uns wahrscheinlich noch ein paar Red Scorpions besuchen, zum Picknick machen und so, zum Abstechen. Ein Abstecher zum Picknick, ganz genau, das wollen die machen mit uns. Und verdammt nochmal, es ist schon wieder Nacht. Aber ich habe auch keine, doch, ich habe noch 2 Stacheln. Oh Mann, wieso braucht der Junge denn so lange, um aus diesem scheiß Stacheln Gegengift zu basteln? Ich glaube, es hackt. Nein, reden möchte ich mit dem. So, wir können aber ganz kurz bei Aradash vorbeischauen. Vielleicht hat er ja auch noch irgendwas für uns oder dankt uns. Oh, thank you for your help. So, aber ich denke mal, ja, wir haben jetzt genug Gegengift. So, wo ist der Typ da? In der Kutte. Ah, things are much more settled now. Raslow has been working on a cure for the Red Scorpion poison. And with that, we should be able to fight what's left of them. Du brauchst dir keine Sorgen mehr machen. Ich habe das Nest zerstört. You are truly a hero. Know that the people of Shady Sands are most grateful. Womit? Mit Geld, oder? Oder was? Kein Geld? Ach, so ein Arsch. Goodbye. Ja, leck mich doch. Hammerhart. Na gut, dann würde ich sagen, boah. Was ein Arschloch. Hauen wir mal hier ab, ey. Die Leute, ey, die können mich auch mal. Geben mir gar nichts. Ich bin auch selber aus dem Vault hier und hab nichts. Alter, ich hab nur eine kleine Pistole. Die hätten mir wenigstens ein Gewehr geben können oder sowas. Okay, aber ja, wir wissen auf jeden Fall schon mal, wo Junktown ist. Wo die Raider sind. Die Raider sind hier unten. Junktown ist hier unten und The Hub ist auch nochmal weiter unten. Aber wir wollen ja jetzt zu Vault 15. Uns interessieren die anderen Städte jetzt gar nicht mal so viel. Und... Doch. Ich wusste es. Dass wir irgendwie treffen. Und es sind sogar Red Scorpions. Nein! Du wurdest vergiftet. Ja, direkt... Oh, ich komme hier direkt in den Kampf. Und die machen mich direkt fertig. Solche Homos. So. Kopf. Jawohl, mitten rein. So, und da ich auch direkt vor dem Vieh stehe, kann ich ihm... Nein! Oh, ich habe mein Dingens gar nicht. Zack. In die Fresse. Meine Machete gar nicht. Nimm die Schurke.
Nein, Ian! Hauptsache, Ian wird nicht vergiftet. Das wäre dann fatal. So, ich schieße mal wieder auf das Vieh hier. Jawohl, mitten rein. Geil. Es entsteht eine große Wunde. Red Scorpion ist tot. So, dem gebe ich noch auf die Fresse. Lad nach, Junge. Jawohl. So. Und dem hier auch nochmal. Kopf. Jawohl, getroffen. Geil. Ian, gib ihm. Yeah. Dreckstücke. Ja, und wieder Level Up. Geil. Oh, wir haben jetzt sogar ein Level erreicht, wo wir einen Bonus auswählen können. Und zwar ist es so eine Bonusfertigkeit halt. Gibt es auch bei Fallout 3, glaube ich, ja. Haben wir einmal Ausstrahlung. Schon durch das Betreten eines Raumes erregst du Aufmerksamkeit. Pro Level wird die erste Reaktion einer anderen Person um 10% erhöht. Oh, weiß ich nicht ganz genau, ob wir das brauchen. Intuition, Nachtsicht, Redegewand. Nein, schnellere Heilung, schnellere Reaktion. Nein, das brauchen wir auch nicht. Starker Rücken wäre vielleicht nicht schlecht. Du kannst Lasten wie ein Maultier schleppen und zwar pro Level 50 Pfund mehr an Ausrüstung. Mehr nicht? Mehr haben wir nicht? Das ist ja kacke. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, was wir jetzt hier nehmen sollten. Ich glaube, das mache ich erst später. Oder es wird immer... Ja, es taucht immer auf, wenn ich das hier mache. Okay. Dann verteile ich erstmal unsere Punkte auf kleine Waffen. Yeah, geil. Damit haben wir jetzt richtig einen hinter der Kanone. Oh ja, damit können wir den richtig eine geben. Und auf Öffnen brauche ich noch ein bisschen. Was jetzt hier für gleich für Vault 15. Und ja, komm, den Rest kann ich auch hier drauf verballern. Supi. 90 auf kleine Waffen, Alter. Ja, alles klar, dann warte ich noch. Ich guck mal im Internet. Ich bin mir nämlich nie so sicher. Ich meine, was soll uns zum Beispiel schnelle Reaktionen bringen? Da es rundenbasiert ist, kommt eh jeder mal zum Zuge. Deswegen ist es total irrelevant, ob man zuerst drankommt oder erst später. Also das ist echt ein bisschen behindert. Ausstrahlung fände ich gar nicht so schlecht. Aber heller Kopf hört sich auch natürlich gut an. Mit diesem Bonus erhältst du pro Level 5% zusätzliche Erfahrungspunkte. Aber ich weiß nicht ganz genau. Schauen wir uns mal anders an. Oder ich schaue es mir an und dann braucht ihr euch keine Gedanken drum zu machen. Wo komme ich hier raus? Achso, hier links. Die Maps sind manchmal so groß hier bei den Zufallsbegegnungen. Und zack, Vault 15. Ah, Wüsteneingang. So, es ist Nacht. Oh Gott, und da sind wieder Red Scorpions. Eine kleine Hütte ist das einzige Überbleibsel in dieser Gegend. Glücklicherweise wird in deiner Aufzeichnung auf einen zweiten Eingang in die Vault 15 hingewiesen. So, das Vieh will mich wohl verarschen, oder? Verpiss dich. Ian. Jawohl. Die lieben. Ja, so geht es doch. So, ich nehme mal wieder so einen Stachel. Eingesackt. Ja, dann müsste es aber doch diese Hütte sein, wo man reingehen kann, oder? Ich meine, jedes Vault hat einen Eingang. Oder muss es auf jeden Fall haben. So, rein hier. Baufällig und wurde vor langer Zeit geplündert, stand da gerade. Oh, da ist der Eingang. Oh ja, der sieht gut aus. Ja, sieht so ähnlich aus wie unser Eingang, nur halt irgendwie total verrüstet und so. Unserer sieht frischer aus. Anscheinend war da was nicht dicht. Ey! Mein Ziel ist blockiert. Ich glaube, es hackt. Bam! Aufs Maul. Sogar einer, der besser mit Waffen umgehen kann, ist auch gut im Draufhauen. Haha. Wieso war mein Ziel blockiert? Und ich sollte mir mal die Machete hier in die zweite Hand tun. Yo, nice. Oh, jetzt kommen noch mehr Ratten. Ich glaube, es sagt. Alter. Willst du sterben? Ich sagte, willst du sterben? Anscheinend ja. Oh Mann, die Ratten sind so nervig. Schnell rein hier, Ian. Bevor die Ratten uns sehen. Ich habe gesagt, schnell rein hier, bevor uns die Ratten sehen. Ian will nicht rein. Oder? Verarscht er mich. Hallo. Ich muss die Formation ändern. Bleib nahe bei mir. Okay, vielleicht funktioniert das. Jetzt eher. Der will nicht rein. Doch, jetzt will er, okay. Puh. So, sieht auch sehr frisch aus hier. Du bemerkst, dass sich in der Ostwand ein Wandschließfach befindet. Genauso wie in deiner eigenen Vault. Ah ja, das Geile ist, dass sie halt alle gleich gebaut sind hier. Alter. Deswegen
Na, jetzt. Stirb doch. Ian. Nein, ich wollte nicht die Waffe wechseln. Ich wollte eigentlich auf Thrust gehen. Nein. Thrust. Zack. Nein. Jawohl. Wie so eine Quietsche-Ente. So, hier ist diese, dieses Teil. Spinnt. Öffnen. Ist sogar unverschlossen. Ja, was haben wir denn hier? Leuchtraketen. Ich weiß gar nicht mal, wozu die Leuchtraketen sinnvoll sind, aber egal. Ob die überhaupt benutzt werden. Sonst sehe ich... Ah, da oben ist noch ein Spind. Den kann man auch gerne untersuchen, aber hier sind so viele von den Ratten. Und Ian, der kommt nicht in den Pott. Komm mal in die Pötte, Alter. Ich muss hier die ganzen Ratten abstechen, hallo? Bin ich Kammerjäger? Also langsam geht mir das echt auf den Sack. Stirb! Und die hier steche ich ab, wenn ich den treffe. Ja! Gib ihm, nein! Geht nicht mehr! Ian! Nein! Er hat mich... Ah, das ist doch wohl nicht wahr. Seht ihr, das meinte ich damit, dass manchmal auch ich getroffen werde. Wenn ich in der Bahn stehe. So eine Kacke. So, Spind. Öffne mal. Und, oh, geil, ein Medipack. Ein Erste-Hilfe-Koffer. Und Stimpax 4. Stimpax sind solche Spritzen, die einem ganz schnell Leben wiederherstellen. Die sind ziemlich wichtig. Aber mit dem Erste-Hilfe-Koffer kann ich zum Beispiel dann auch wirklich einen auf Arzt machen. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Ein niedere Maulwurfsratte. Oh nein, die Ratten. Die Ratten sind so hinterhältig gewesen, dass sie einen Maulwurf vergewaltigt haben. Und daraus hat sich diese Spezies entwickelt. Okay, ich probiere es mal mit den Augen. Jawohl. Und ich hau ab. Und ist tot, jawohl. Puh. Ich echt nicht gesehen, das Vieh. Hat auch nichts bei, schade. So, dann gehen wir mal hier in den Aufzug. Ich hoffe, der funktioniert wenigstens noch. Nein, der will nicht. Ja, wir können mal runterklettern, oder? Ohne ein Seil wird es dir kaum gelingen, diesen Fahrstuhlschacht hinabzusteigen. Na toll, wo kriege ich denn jetzt noch ein Seil her? Habe ich ein Seil? Hier war kein Seil dabei, oder? Nee. Verdammt nochmal, wo war denn hier ein Seil? Dann muss es hier irgendwo ein Seil geben, oder? Computer, Computer ist defekt. Computer ist defekt. Computer ist defekt. Da muss es hier noch irgendwo was geben. Ohne Scheiß, das ist echt kacke gerade. Wieso erinnere ich mich nicht daran? Oder es kann sein, dass wir jetzt zurückgehen müssen und bei einem ein Seil kaufen müssen. Das kann auch ein guter Fall sein. Ne, ich sehe hier gar nichts. Hier ist auch nichts, hier sind nur tote Ratten. Nur tote Ratten. Türöffnung, nichts Ungewöhnliches. Ha. Vault-Tür. Tja, ich glaube, dann schneide ich mal ganz kurz und dann schaue ich mal, ach, dann schaue ich übrigens auch mal ganz kurz wegen einem Bonus. Wegen der Boni hier. Bis gleich. Okay, Leute, ich habe wirklich keinen Saal gehabt, aber Seth hatte eins. Hier, zack, für ein bisschen Gold und ein Blowy von Ian haben wir jetzt ein Seil, um runterzukommen. So, wie mache ich das nochmal? Ich glaube, ich muss einfach so... Ah, so, und jetzt genau, anwenden und dann Seil auswählen, ganz genau. Es funktioniert. Es klingt dir, ein Seil in den Fahrstuhlschacht zu werfen. Nein, du musst es vorher anbinden. Nicht einfach reinwerfen. Nein, Quatsch, hat er angebunden. So, und direkt werde ich von, kleinen Maulwurfratten, Schweineratten angegriffen. Was für Dreckige. Ich wusste gar nicht, dass die Ratten auch noch Schweine vergewaltigt haben. Boah, ist das widerlich. Ian, gib ihm, los. Dreckige Vieh muss sterben. Weil es hässlich ist, nein. Doch, weil es wahrscheinlich eine Missgeburt ist. Hallo? Schweineratten. Ian, folg mir. Oh, jetzt kommt das nächste Vieh, ey. Glaub ich, die Spinne. Vielleicht kann ich sogar... Ja, und Augen. Oh, geil, Volltreffer. Wow, Schweineratte wurde kritisch getroffen für 23 Trefferpunkte. Und die Kreatur wird zum großen Rattenfänger im Himmel abberufen. Stehen manchmal so geile Sprüche. Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr, oder? Kann ich hier unten hin? Hier ist nur noch ein Klo und... Ah, eine Ratte! Ach du Kacke! Hat die sich einfach auf dem Klo versteckt. Glaub, das ist echt unverschämt hier.
Stirb! Nein, die andere Ratte hat mich gesehen. Ian, greift die andere Ratte an. Die große Schweineratte. Ah. Jawohl. Und, ist das Vieh weg? Jawohl, geil. Nur noch diese kleine Ratte hier. Jetzt stirb doch! Die sind so klein, ich treffe die nicht. Oh, ich habe keinen Schaden genommen, auch noch. Geil. So, was müssen wir jetzt machen? Ian, geh mir aus dem Weg. Das ist manchmal echt doof, wenn einer die Tür blockiert, weil das wirklich nur ein Feld ist, wo man durchgehen kann. So. Da oben ist so irgendwas. Na, oh, die Ratten sehen mich. Wieso sehen mich die Ratten und ich nicht sie? Ich glaube, wir brauchen ein Rattenkostüm. Schon wieder. Lass den Scheiß. Dreckstück. Na los. Ich werde dir den Arsch versohlen. Ja, los. Gib ihm. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht ihren hier treffe, ja. Oder auf ihren klicke. Kann ich zum Glück nicht. Okay, gut. Zack. Jetzt gibt der Ratte doch. Ja. Jawohl. Und ihn greift direkt die nächste Ratte an. Die Ratte wird hin und her geworfen und schwer verletzt. Geil. So, hier haben wir noch. Jetzt was. Oh, 223 FMJ-Muni. Und hier ist sonst auch nichts außer einer Ratte. Oh Mann, wieso sehe ich die Ratten nicht? So eine Scheiße! Ihr werdet zum großen Rattenfänger im Himmel geschickt. Das glaubt mir aber. So, aber jetzt für den nächsten Aufzugsschacht. Haben wir zwar keinen Saal. Dies sind die Wohnquartiere der Vault. Sie wurden entsprechend dem Standarddesign vor dem Krieg gebaut. Das kennen wir ja auch durch unsere Vault. So, ist hier noch irgendwo ein Spind oder sowas? Wo wir vielleicht noch irgendwas klauen können? Ne, ich sehe hier nichts. Ah, außer Ratten. Überall Ratten. Da ist sogar noch eine Maulwurfsratte. Ne, eine Schweineratte heißt es ja hier. Und hier runter kommen wir nicht, oder? Ohne ein Seil wird es dir kaum gelingen, diesen Fahrstuhlschacht hinabzusteigen. Och, Mann. Wie mache ich das denn jetzt? Wieso habe ich hier... Ah. Oh. Na toll. Da muss es hier aber irgendwo ein Seil geben, oder? Sonst bin ich echt am Arsch, wenn es hier keinen Seil geben würde. Weil dann... Ich glaube, Seth hatte keins mehr, oder? Was ist das denn hier? Nee, nichts. Gar nichts. Hier liegt doch sicher irgendwo was rum, oder? Leute, da ist so eins. Oder bin ich doof? Nee, sah so aus. Nein. Mensch, jetzt bin ich schon wieder am Arsch, weil ich hier kein Seil finde. Wieso finde ich hier kein Seil? Hier muss doch irgendwo was rumliegen, oder? Ah, oh, meine Fresse. Es dauert mir alles viel zu lange hier. Die Folge ist ja gleich schon wieder vorbei. Ich glaube, ich schneide noch einmal. Tut mir leid, aber... Und ich suche mal nach einem Seil hier. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Und zwar bin ich mir eigentlich doch ziemlich sicher, dass es hier irgendwo ein Seil geben muss. Ich meine, Seth hatte nur eins. Und ich bin auch kein Depp, oder? Okay, vielleicht ein bisschen, aber nicht so ein großer Depp. Nein, jetzt habe ich auch noch daneben getroffen. Daneben! Scheiße. Los. Stirb doch. Nein! Die Schweineratte hat mich gebissen. Bah! Ihh, ist das eklig. Stellt euch das mal vor, dass euch eine Schweineratte beißt. Boah, ich glaube, ich würde das Vieh direkt ankotzen, wenn ich es einfach nur sehen würde. Eine Mischung aus Schwein und Ratte. Hey, ja genau, hier ist doch was. Ein Spind. Oh, Lederjacke. Wir haben hier eine Lederjacke und ein Seil, jawohl. Klasse, damit können wir unseren Badass-Faktor, der wird hier nicht angezeigt, aber der ist vorhanden, steigern. Yeah, geil. Rüstung 17, wunderbar. Und Badass-Faktor auf über 100. Level up. Badass-Level up. Anscheinend hat das hier damit zu tun, dass mir nicht alles angezeigt wird, denn sonst hätte ich den Spind ja schon vorher gesehen. So. Das reicht mir jetzt hier. Mir egal, ob ich Munition verschwende oder nicht. Grrr. So, jetzt können wir aber hier endlich auf den Aufzugsschacht das nächste Seil anwenden. Zack. Ich glaube, wir sollten uns für die nächsten Abenteuer überhaupt so viele Seile kaufen, wie es nur gibt. Wie wir in die Hände bekommen. So. Wo sind wir jetzt hier? Oh, na toll. Ich mir denken könnte. Kopf.
Jawohl! Und der Schädel des Nagetiers ist zerquetscht. Geil. Was? Ach du heilige Kacke, das große Vieh hat es mitbekommen. Jetzt kommen alle an hier. Scheiße. Nochmal Kopf. Wer so nah bei mir steht. Aber mit der Rüstung, mit der Lederjacke kann uns eh nichts passieren. Würde ich mal behaupten. Yeah. Geht's ja eigentlich noch weiter runter oder nee? Ich glaube, wir sind jetzt hier im Endraum, ne? Okay. Ich glaube, dann schneide ich hier einfach. Ich bin der Ameisenkönig. Wir spielen Fallout 1 in der postapokalyptischen Welt der USA. Hier in Vault 15 versuchen wir den Wasseraufbereitungsschip zu suchen und finden ihn hoffentlich in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, aufgrund oder trotz der vielen Schnitte, sehen wir uns. Würde ich mich freuen, wenn ihr mir unter dem Video ein Gefällt mir geben könntet. Ey, ich kann echt nichts mehr. Ich glaube, ich gönne mir erstmal einen Kaffee. Und danach stürze ich mich mit euch in die nächste Folge. Ich glaube, dann die nächste wird die vierte sein, ne? Schon vier Folgen, alles klar. Bis dann, macht's gut. Ciao.